Sonne. Urlaub gehabt. Guten Morgen, wir sind im Sachsenring. Das ist die beste MotoGP-Strecke in Deutschland. Unsere erste steht da. Und guck mal, alles neu. Die Splitter ist neu, Scheinwerfer ist neu, Bumper ist neu. Auto haben wir viel besser gemacht, wo wir waren letztes Mal Lausitzring. Nach Lausitzring, ja, leider nach zweiter Rennen. Ich habe einen kleinen Unfall. Und deswegen, heute testen wir, ob das alles läuft richtig. Ja, wir müssen jetzt Radiocheck machen, weil letztes Mal habe ich mit Mikro Probleme im Helm und die neuen Probleme, meine Headset, die war in Waschmaschine mit Race Overall zusammen. Deswegen jetzt gucken wir das Aqua. Am Sachsenring, wir haben bekommen neue Glück-Logo. Nach unserem Teamchef Chris im Lausitz, der hat für alle Autos gekämpft auf bessere BOP. Nach diesem Fall haben wir neue Logo bekommen. Danke, Chris. Haben wir heute zusammen vom Pickup ganze Radhäuser kaputt. Guck mal, hier. Alles kaputt. Das ist nur von vorne rechts. Dann fährst du keine Ideallinie. Dreck war heute abends, die war schon so dreckig, dann bleibt nur eine Linie, wo du darfst fahren. Und dann fährst du ein bisschen rechts, links, du kriegst Pickup auf dem Reifen. Und dann natürlich, guck mal, die macht alle Radkästen kaputt. Und Damian sagt, ja, ich kann gar nichts fahren, weil Auto unruhig und stabil erklärt, weil der hat 10 Kilo Gewicht noch zusätzlich auf Reifen. Ja, und guck mal, wie das passiert. Natürlich, wenn Radkästen kaputt ist, ja, dann Aerodynamik auch falsch und dann kann sie nichts machen. Guck mal, diese Seite, das gleiche. Alles kaputt. Und hinten auch. Guck mal, hinten. Alles auch, alles kaputt. So Bowl haben wir alle vier Räder hat gesammelt. Das ist natürlich jetzt das Antwort zu seiner Frage, ja, warum Auto so unstabil und ganz schwer fahren. Weil der muss bleiben auf idealer Linie. Ja,
heute ist Samstag. Am Samstag war geplant, ich fahre erste Qualify und erstes Start. Und morgen Sonntag, Damian macht Qualify und erster Start. Wir sind gerade zum Rennstrecke gekommen und Auto steht schon da. Damian Qualify schon gefahren, weil morgens früh bei mir war nicht gut. Ich habe richtig Bauchschmerzen und haben wir viel Zeit verloren im Hotel, weil kann ich nicht losfahren und müssen wir ganz schnell switchen, Austausch machen. Damian muss starten Qualify. Vor 10 Minuten vor Qualify, der hat diese Nachricht bekommen, der muss ganz schnell sich umziehen, ganz schnell im Auto rein. War ein bisschen Stress für Damian, sorry Damian, ja. Unsere witzige Reel, was haben wir gemacht letzte Mal im Lausitz mit Bauchschmerzen, jetzt in Realität gekommen. Deswegen, aber alles gut, alles in Ordnung. Wir haben Erlaubnis bekommen von Race-Kommissar. Wir dürfen wechseln und ja, ich mache morgen Qualify, morgen Rennen. Natürlich Zeitplan, ich habe schon gesagt, ja, 9:40 Uhr Qualify und Rennen 16:40 Uhr. Wir sitzen schon den ganzen Tag hier. Ich habe schon gegessen, geschlafen, geguckt, Fernsehen, Rennen, ehrlich, so große Langeweile. Jetzt läuft GT Masters, leider absolut witzig geworden, weil nur 8 Autos auf dem Start. Und nach GT Masters, wir haben einen Start bei GT4 Germany. Bis später. Endlich, wir sind auf Starteinstellung und in kurzer Zeit beginnt Rennen. Ich freue mich auf das erste Rennen im Sachsenring. Viel Glück zum Damian und gucken wir heute unsere Resultate. Aufregendes Rennen am Sachsenring. Wir lieben ja den Sachsenring, Hugo und ich. Aus 4 Rennen haben wir 3 gewonnen. Hatte ein sehr solides Quali heute mit P3. Hatte jetzt eine gute Startphase, komme ich auf 2 Vorarbeiten. Wir haben eine gute Strategie gehabt, um am Porsche vor uns vorbeizufahren und sind jetzt aktuell in Führung. Ich hoffe, drückt die Daumen, dass die Reifen halten. Ja, bei Jeff gehen wir mal heute Morgen ein bisschen Action mit der kleinen, mit dem kleinen Missverständnis. Aber ja, dennoch glaube ich, eine sehr solide Pace. Wir haben immer versucht, bei den beiden das Auto weiterzuentwickeln, dass beide einen guten Kompromiss finden, damit klarkommen. Und jetzt, ja, die Pace im Rennen ist ehrlich gesagt ganz gut. Die beiden machen einen guten Job. Jetzt hoffen wir, dass vielleicht noch einer ausfällt, dass er am Podium drin ist. Und für uns die Daumen drücken, dass wir vorne ankommen. Beziehungsweise einfach wieder ein gutes Teamresultat haben und dann, ja, morgen nochmal so einen guten Tag haben. Wir sind heute da, nicht verschlafen, ohne Bauchschmerzen. Dann können wir Ruhe oder nicht Ruhe, ja, unsere Qualify pushen. Deswegen, heute ist kein Crash. Ich meine kein, nicht im Auto kein Crash, ich meine kein mein persönlicher Crash. Deswegen, alles gut. Wir sind wieder diszipliniert.
very nice race. Yevgen Hugo hat beide einen guten Job gemacht, also klar, Leon auch. Sehr zufrieden, Yevgen hat eine gute Runde gemacht, bisschen unglücklich mit der roten Flagge, aber alles gut. Jetzt im Rennen überleben, kann viel passieren, wir haben gestern gesehen, viele Ausfälle. Also ankommen, nochmal so ein hoffentlich gutes Ergebnis wie gestern. Ready to fly. Hey, fly nicht, heute kein Fly. Den ganzen Tag haben wir, weiß ich nicht was gemacht hier. Und jetzt nix. Dürfen wir schon im Auto rein. Was haben wir gemacht? Gegessen, getrunken, Autos vorbereitet, Fahrerbetreuung. Mentaleinstellung. Tobi, was sagst du dazu? Ja, sag mal. Was? Just because I haven't been here before, I didn't get to test here, so this track is not, it's very flowy, there's a lot of rhythm, every corner is linked, and seat time is important, so I've been just really trying to do as much as I can to get up to speed as quickly as possible, but it has been difficult. But I'm starting to get in the window. I think qualifying pace is still probably crap, but race pace I think will be okay. And Yevgen seems to be doing pretty well in qualifying and race pace too. So I learned a lot in the race yesterday and did some more data today. So I think that Yevgen's gonna have a good first stint, and I can just jump in and just focus on pumping in laps. Because generally the second stint is a little bit less busier on track, so it's really a little bit more about lapping and lap time and consistency. So generally that's better for me. So bring it home as well we can, and I have my fingers crossed for a good result. A podium would be amazing, but I really just focus on pace and consistency. So I think that's gonna be the only way we're going to get anywhere today. Hopefully there's some tires left at the end. We'll be right back.
the end. Wenn der mir 2 Sekunden findet, dann können wir da stehen. Aber der hat 2 Sekunden nicht gefunden, leider. Aber wir sind Vierte und overall 19. Ich bin zufrieden vom Wochenende, alles gut. Ja, mega glücklich nach letzter Rennen im Sachsenring. Ja, das Strecke macht immer Überraschungen. Ja, wir haben sehr viel Reifenschaden bei Konkurrenten. Wir waren knapp zum Podium, 2 Sekunden fehlt zum P3 im Trophäewertungen. Aber im Overall, wir sind P18, glaube ich, oder 18 oder 19. Deswegen hat mega Spaß gemacht. Wir sind sehr glücklich, fahren wir nach Hause. Wir sehen uns nächstes Mal bei Finale in Hockenheim. Ciao, ciao.